Also erstmal sollten Sie überlegen, dass diese Funktion injektiv ist. Das ist aber hoffentlich klar, dass diese Funktion injektiv ist. Und wenn Sie sich das überlegt haben, dann sollten Sie bitte mal die Umkehrfunktion hinschreiben. Also erstmal in diesem Fall, weil es nur 20 Werte sind hier, können Sie zur Übung vielleicht nochmal, wenn Ihnen das nicht ganz klar ist, diese Werte tatsächlich alle hinschreiben. Sie können die ganze Funktion aufschreiben. Die besteht ja aus dem Paar, zum Beispiel, was passiert, wenn ich hier 1 einsetze. Wenn Sie 2 einsetzen, haben Sie 2 mal 2 ist 4, plus 3 ist 7, 2, 7 und so weiter. Das gibt insgesamt 20 Paare, die Sie hier hinschreiben können. Und wenn Sie jetzt die Umkehrfunktion ausrechnen wollen, dann können Sie diese Paare einfach umdrehen. Also Sie müssten jetzt gar nicht wirklich nachrechnen, Sie könnten einfach die Paare hinschreiben oder Sie könnten das zumindest zur Kontrolle benutzen. Und an dem Ding müssten Sie dann zum Beispiel auch sehen, wie Ihre Definitionsmenge für die neue Funktion aussieht. Wir können das auch einfach so schreiben, das ist okay. Aber man könnte natürlich jetzt auch wirklich sich überlegen, was ist denn der Wertebereich der alten Funktion? Das wird ja der Definitionsbereich der neuen Funktion. Das sind die ganzen Werte, die hier hinten auftreten. Hier tritt also auf die 5 und dann tritt hier auf die 7 und dann kommt danach als nächstes ja wohl die 9 und so weiter. Bis, und der höchste Wert, den wir hier einsetzen können, ist 20. 20 mal 2 ist 40 plus 3, knapp verfehlt, kommt hier 43 raus. Also das, was hier steht, nochmal um das klarzumachen, ist die Menge, die besteht aus den Funktionswerten, ne? F1, F2 und so weiter bis F20. Das ist ja der Wertebereich, der Range von der Funktion. Diese Menge hier ist das, was hier oben steht. Das ist der Definitionsbereich von der Umkehrfunktion. Und jetzt die Frage nach, wie man auf das hier kommt. Da kann man wieder so vorgehen, wie wir das eben schon mal gemacht haben. Man kann sagen, der Zusammenhang, der hier oben steht, ist, das, was rauskommt, ist 2x plus 3. Und wenn ich jetzt diese Abhängigkeit umdrehen will, also ich will jetzt nicht mehr wissen, wie ich y ausrechne, wenn ich x weiß, sondern ich will auswissen, wie ich x ausrechne, wenn ich y weiß, dann muss ich die Gleichung entsprechend umformen. Das ist hier ein kleines bisschen mehr Arbeit. Erstmal subtrahiere ich 3, dann steht hier y minus 3 gleich 2x und dann muss ich das Ganze noch durch 2 teilen und dann steht hier x ist gleich das, was hier eben stand, geteilt durch 2. Und dann habe ich das, was hier oben steht. Die y wird abgebildet auf y minus 3 halbe und dann schreibe ich das Ganze wieder mit x hin, weil man das üblicherweise mit x schreibt. Wir können das jetzt auch nochmal überprüfen, indem wir zum Beispiel eins von diesen Paaren hier einsetzen. Hier steht ja, die 7 muss auf die 2 abgebildet werden, also können Sie hier jetzt 7 einsetzen. 7 minus 3 ist 4, geteilt durch 2 ist 2. Also das stimmt zum Beispiel schon mal. Und das wird, glaube ich, auch insgesamt funktionieren. Was passiert eigentlich, wenn ich, überlegen Sie sich das erstmal selbst, wenn ich diese beiden Funktionen hier bilde, einmal f Cola f hoch minus 1 und einmal f hoch minus 1 Cola f. Ich habe jetzt ja zwei Funktionen, f und f hoch minus 1, und ich kann diese beiden Funktionen ja wieder komponieren, wie wir das vorhin schon geübt haben. Und wir wissen, dass da nicht unbedingt dasselbe rauskommen muss, wenn ich das einmal so rum mache. Und jetzt überlegen Sie sich mal, was da jeweils rauskommt. Das sollten wir uns vielleicht nochmal klar machen. Wir fangen vielleicht mal mit der hier unten an. Das heißt ja, erst wird f ausgeführt und dann wird f hoch minus 1 ausgeführt. Erst wird f ausgeführt, heißt, wir nehmen also diese Funktion hier, in die wir ohnehin nur Werte aus a einsetzen können. Da wird dann zum Beispiel sowas eingesetzt wie 3. Und es wird ausgerechnet, 2 mal 3 ist 6 plus 3 ist 9. Und dieser Wert wird dann in diese Gleichung hier eingesetzt. Und diese Funktionsgleichung war ja gerade so gebaut, dass das wieder rauskommen muss, was wir hier eingesetzt hatten. Wenn wir hier jetzt also ausrechnen, 9 minus 3 ist 6, geteilt durch 2 kommt wieder 3 raus. Was wir also erreichen ist, die 3, die ich hier einsetze, wird, wenn ich erst f und dann f hoch minus 1 ausführe, wieder auf 3 abgebildet. Das ist gerade der Sinn der Umkehrfunktion. Es wird zweimal umgedreht, ne? Die Funktion anwenden und danach die Umkehrfunktion anwenden, bedeutet, dass sich gar nichts geändert hat. Das einzig Interessante ist, welche Werte darf ich überhaupt einsetzen? Das heißt, welche Identität bekomme ich? Und wenn ich hier erst f und dann danach f hoch minus 1 anwende, dann werden diese Werte eingesetzt in die Funktion und kommen auch wieder raus. Das heißt, wir bekommen, das ist das, was hier unten steht, die Identität auf a raus. Wenn ich umgekehrt arbeite, dann fange ich mit dieser Funktion hier an
Und hier stehen alle Werte, die ich hier einsetzen kann. Und dann geht das ganze Spielchen rückwärts. Wir können aber vielleicht hier auch noch mal einen Fall durchnehmen. Gucken wir uns mal hier an, was mit der 7 passiert. Also eine Zahl, die hier in dieser Menge drin ist, ist die 7. Wenn ich die 7 hier einsetze, dann kommt hier raus 7 minus 3 halbe, 4 halbe, also 2. Und danach setze ich die 2 hier ein. Und dann steht hier 2 mal 2 ist 4 plus 3 ist natürlich wieder 7. Weil die beiden ja immer das Umgekehrte voneinander sind. Das ist also das Gleiche wie eben, sowohl bei der Funktion f Cola f hoch minus 1, als auch bei der Funktion f hoch minus 1 Cola f ist es so, dass jeweils eine Identität rauskommt, eine Funktion, die x auf x abbildet. Das Einzige, wo die beiden sich unterscheiden können, ist, wo sind sie überhaupt definiert? Welche Werte darf ich da überhaupt einsetzen? Und das können Sie zur Not auch nochmal nachspielen, wenn Sie die Funktionen sich wirklich hinschreiben und die Relationen umdrehen und probieren, was dann passiert.